Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu Nuts, einem Spiel. Es ist zwei, drei Monate ist es draußen, aber Februar diesen Jahres ist es rausgekommen. Und ich will gar nicht so viel erzählen, sondern nur den ersten einleitenden Textblock. Ein Einzelspieler-Überwachungserlebnis in einem abgelegenen Wald. Filme Eichhörnchen, melde deine Ergebnisse und decke das Geheimnis dieser mysteriösen Wesen auf. Oh, das werden wir jetzt so machen. Viel zu einstellen ist nicht. Ich sag mal, neues Spiel. Und dann schauen wir mal. Okay. Ich bin da. Wo auch immer das ist. Armvolli. Wo sind wir denn hier? Da ist nix. Ich habe variiert, ja. Das kommt an. Da hinten ist was. Das kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Da ist eigentlich was, aber ich komme da nicht hin. Eine Wand. Okay, ducken können wir. Wir können nicht rennen. Aber wir können springen. Das ist gut. Boah, springen können ist immer super. Ich nehme mal an, ich muss hier lang. So, the job. You'll be researching squirrels in Mammoth Forest. Okay, Eichhörnchen erforschen. Sehr schön. Warte mal, ich werde mal... Ne, die Steuerung nicht. Oh, warte mal, da stand ein bisschen mehr. Springen, Shift ist doch laufen. Mhm. So, ich wollte aber halt da. Wir machen mal hier noch das UI ein bisschen größer. Ne? So, beziehungsweise Untertitel. Mal gucken. Muss ich den Weg lang oder kann ich hier querfeld einholen? Yeah, the pay is not great, but it's a great opportunity. Aha, aha, aha. Keine Dosen wegwerfen, keine Blümchen pflücken, nicht mit Waffen rumhantieren und angeln. Feuer sowieso nicht und Autos sind sowieso untersagt. Ein bisschen sehr neblig heute hier. Ja? Was ist denn eigentlich da hinten? Kann man da lang? That's right. You'll have your very own research caravan. And all the squirrels of Mammoth Forest to keep you company. Yes, you'll be perfect. I'm looking at your resume right now. No problem with isolation, proven self-sufficiency, low expectations. I'm frankly completely confident in your suitability for the role. Na toll. Okay, Tab, was haben wir denn da? Die Professorin erwähnte während des Bewerbungsgesprächs einen Wohnwagen. Also wo ist der? Okay, das kriegen wir hin. Was ist das hier? Können wir das benutzen oder warum ist das so andersfarbig? Hier ist der Wohnwagen. Na toll, abgeschlossen. Abgeschlossen, vielleicht ist der Schlüssel in der Nähe. Kein Benzin? Es gibt keinen Strom, aber in Simons Nachricht stand etwas von einem Generator. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich könnte wetten, dass Benzin hier nützlich wäre. Boah, Benzin sehe ich da hinten. Muss ich das erst noch zapfen? Nö, das ist schon gezapft, ne? Oder? Ist gezapft. Wahrscheinlich müssen wir öfters zapfen hier. Ich frage mich, wieso da sowieso eine Zapfsäule ist. Das hätte man doch gleich direkt verbinden können. Ne? So, jetzt aber nochmal starten. Ja, sehr gut. Er läuft, er läuft, er läuft. Und hier können wir wahrscheinlich... Na? Können wir da rein? Ich kann rein gucken, ja. Einen Sicherungskasten haben wir auch noch. Namenlütander. Wo ist der Schlüssel? Wahrscheinlich hier drüben.
Ah, guck mal hier. Vor allem haben wir schon den Hinweis von Simons Nachricht bekommen. Ne? Willkommen, Grünschnabel. Ich musste kurz verschwinden, aber hier ist der Schlüssel zu deiner neuen Bleibe. Es wäre toll, wenn du den Generator starten könntest, während ich weg bin. Halte die Stellung, ich bin so schnell wie möglich wieder da und hole dich ab, Simon. Okay. Nimm den Schlüssel. Dankeschön. Was ist das hier? Können wir nicht machen. Ich spiele heute Nuts. Nüsse. Wir beobachten heute Eichhörnchen. Ja, zur Entspannung des Tages, zur Einleitung des doch sehr langen Wochenendes, was vor uns liegt, also ein Tag länger. Und dass wir uns morgen dann in die Vollen stürzen können, machen wir heute was Entspanntes. Ein Text sagt, das ist ein Mystery-Thriller und da bin ich mal gespannt. Bitte faxen. Faxe mir diesen Meldebogen zu, sobald du einsatzbereit bist. Dann später. Ich muss erst mal gucken. Was haben wir hier? Wir können hier was kochen, das ist sehr gut. Okay, Tassen haben wir auch, die stelle ich mal da oben ab. So, super. Das sieht doch alles schon mal brauchbar aus. Okay. Wir haben hier also ein Gerät, einen Faxmax. Wir haben eine Kamera. Wir haben genug zu essen. Guck mal, also hier. Also, da kommen wir mindestens, wenn nicht noch mehr Tage hin. So. Ich faxe das mal. Oh. Oh, moderne Technik. You made it. It's me, Professor Scholz. Nina. Isn't the research station cozy? Das ist ein I'd like to make deutsches sure Entwicklersteam. Right You know, before we send you off into the wilds. Ja. Can you look around and see if you find a camera in there? Ja, ich hab's gefunden, hier. Fantastisch. Snap a photo for me, could you? Of the whole caravan? Also, es müssen Deutsche, also zumindest ist es die Sprecherin deutschsprachig, ne? Bei akzentfrei, also deutsch. So, wir sollen ein Foto machen. Kamera ist mit zwei umschalten. Ui. So, okay. Möchte ein Foto vom Wohnwagen. Zeit, mich künstlerisch zu betätigen. Foto ziehen. Warte mal. Können wir das da anpappen? Nö. Warte mal, ich muss mal die Mausgeschwindigkeit noch ein bisschen runterdrehen. Die ist ein bisschen zu empfindlich. Besser. Besser. So. Wir machen ein Foto. So. Nina möchte ein Foto vom Wohnwagen. Zeit, mich künstlerisch zu betätigen. Jetzt haben wir das hier drin. Was ist das hier? Ach so, da können wir die Ansicht locken und können jetzt mit der Maus drin hantieren. Okay, okay, okay. So, und sie möchte das Foto bestimmt jetzt gefaxt haben, richtig? Das heißt, Foto auswählen. Und los. Looks like it's pretty much what I asked for. You never know with mail order. Okay, ready to go. Take a last look at civilization. All things going well, you'll be deep in the forest for a few months to finish the study. Monate? So lange habe ich aber keine Zeit. Logistics guy will be there any moment to pick you up. He is a bit shy, so don't worry about small talk. Okay. Oh, sounds like he's there. Hold on to your hat. Ich glaube, der fährt schon mit uns weg. Ups. Wir sind, glaube ich, schon weg. Tag 1. Okay, was sagt unser Tagebuch? Ich sollte Ihnen einen Fax schicken, damit sie weiß, dass ich hier bin. Joa, bitte Fax. Ach, guck mal, jetzt ist die Seite hier offen, aufgeklappt. Sehr schön. Andere Farben. Packgurte. Damit kann ich aber erstmal nichts machen. Hier können wir schlafen, theoretisch. Becher. Ja. Das sah aber vorher nicht so umfangreich aus, ne? Also es sieht irgendwie wie ein anderes... Was ist das hier? GPS-Gerät. Ja. Oh, Anruf. Nina again.
Hope your nerves survived that shaky ride. Yeah. Yeah, I know, but the quad only fits one. You'll get used to it. So, welcome to Mammoth Forest. I'm sure you'll love it here. Mm-hmm. Such peace and quiet. Yeah. Yes, yes. Cash is transferred every Friday. Don't worry, we won't forget. I know it's not easy as a meeting. Hallo? Da war irgendwas störend. Ich sollte mir den Wohnwagen genauer ansehen. Drinnen oder draußen? Drinnen, ne? Wir haben hier einen Mülleimer. Das ist gut für die Umwelt und so. Was haben wir denn hier? Ein Knopf. Aha. Ja, hallo? Me again. Yeah, the line cuts out sometimes, but I'll be quick. Okay. Everything you need should be right on your desk. Okay. And I'll fax over the details of your first task now. There's okay. A corkboard in the caravan for your research. Just pin it up there. I'll wait. Ach, da. Okay, pin das Fax da an. Okay, machen wir mal. Ich pinne das Fax da an. Ich pinne jetzt das Fax an. So. Okay, you can read back on this if you forget what to do. Okay. Now, can you see a small GPS device with an antenna? Ja, das habe ich hier. Your first task is simple. We just want to make sure the equipment works. So, first find the tree I marked on your GPS. Easy. Then place a camera nearby. Yes, exactly. Pointing towards the tree. With that done, you can head back to your research caravan. Once you're in position at home, hit record on the recorder and then, well, we wait. When the recording is finished at night, you can review it. As soon as you see the squirrel on your TV, snap a picture, print it out and fax it to me. Got it? Hm? It can take a few days to get used to the work, so don't worry, there's no urgency. You're all set? Great. Then we'll talk again soon. Das ist doch ein Bombenjob und jeden Freitag kriegen wir das Geld überwiesen. Das ist doch Wahnsinn. So, kann ich das jetzt... Foto? Okay, eins ist unser GPS-Gerät. Und da müssen wir jetzt hin. Was sagt denn unsere Aufgabe? Teste die Kameraausrüstung. Willkommen im Basislager Melmoth Forst. Zunächst sollten wir überprüfen, ob die Geräte, die dein Vorgänger hinterlassen hat, noch funktionieren. Befolge einfach die folgenden Schritte. Finde den markierten Ort, das X auf dem GPS. Okay. Platziere dort eine Kamera, setze dich im Wohnraum vom Fernseher, drücke Aufnahmerekorder und warte auf ein Eichhörnchen. Drücke Pause, wenn ein Eichhörnchen in Sicht ist. Drucke das Foto dann auf. Ja, das kriegen wir hin. Das ist doch easy. Was ist denn da unten drunter? Ach, die Kabel von der Faxmaschine. What is a Faxmaschine? So, und dann haben wir hier unsere Gerätschaften. Okay. Ja, das scheint alles in Ordnung zu sein. Klappt. Oh. Kein Signalkanal mit Wählscheibe wechseln. Ach so, damit stellen wir dann wahrscheinlich den Kanal ein. Okay. Was ist das hier? Was ist das? Er hat eine Apfelgriebsche gegessen. Hey Grünstapel, das dürfte alles sein, was du im Moment benötigst. Sieht man, dass ich an meinem Meisterwerk arbeite? Es wird die ultimative Kamerainstallation sowie ein Haiku, nur als Skulptur, okay? Viel Glück bei deinen Forschungsarbeiten, Simon. Ich habe eine Kamera eingepackt, hier. Aber nicht so eine Kamera. Muss ich eine Kamera mitnehmen? Ich soll doch das X markiert die Stelle. Eine Kamera. Wo haben wir denn eine Kamera? Kamera. Ist hier eine drin? Huh. Da ist die Kamera. Na klar, habe ich die eingepackt. So, das ist Nummer 3, oder? Nee, die haben wir jetzt immer in der Hand. Okay. Ach cool, die zeigt sogar das Bild in Echtzeit und live und Farbe. Naja, ich habe die Kamera hier. Die war noch versteckt. So. Guck mal, der markiert sogar die Punkte, wo wir langgelaufen sind. Och, das sieht doch schön aus. Ich höre hier ein Bächlein plätschern. Da drüben. Ach, schön. Nee, alles gut. Die Chatverzögerung ist gratis. Die ist inklusive hier. Ach so. Du bist der Baum. Ich stell dich mal. So. Ziehen und Kamera ausrichten. So, ich hab, schnell weg. Was ist das da hinten? Toilettenpapier. Ach, hör auf.
So, Kamera 1 läuft, Kamera 1 und Aufnahme. So, ich soll Pause drücken, wenn ein Kanickel, ein Eichhorn da ist, ne? Sobald das Eichhörnchen auf meinem Bildschirm sichtbar ist, kann ich ein Bild drucken. Nina wird ein... Okay. Ah, und deswegen können wir... schön aufpassen. Wenn ihr ein Eichhorn seht, ne, sagt Bescheid. Ich muss dann Pause drücken für ein Foto. Schön auf den Monitor gucken. Ich bewege mich extra nicht. Damit wir auch nichts verpassen, ne? Oh, ich habe hier blinzelt. Vorsichtig. Gleich könnte es da sein. Also langsam könnte es mal da sein, ja? Puh, nimmt ihr überhaupt auf? Der nimmt er ja nicht auf. Ach, jetzt, warte. Jetzt, ich sitze wieder, deswegen. Weil der Shetler zuhört, das Eichhörnchen eng. Ja. Das steht auf Pause. Ach so. Da ist es. Ich hab's gesehen. Drucken. Ich hab eins. Ab zur Faxmaschine. Whew. Seems everything works like a charm. So, now what we really need is a close-up of this girl near its stash. We found them in treetops, under rocks, buried underground. Okay. Really. When I did this study 15 years ago... Oh. Did I forget to mention that? Yeah. Believe it or not, Panorama tried the exact same bullshit back in 82, trying to get this damnable dam approved. I know, but they won't succeed now either, thanks to you. Anyway, from my work back then, I know the squirrels here take the same route every night, so okay. I'm sure you can follow him easily enough. When you have the squirrel in frame at the end of the recording, print out a photo and send it over. Oh, and Simon mentioned something about dropping off some extra stuff for you. Maybe check outside. Finde das Versteck. Der letzte Forscher hat uns erzählt, dass das männliche Eichhörnchen in dieser Gegend jede Nacht denselben Ort besucht. Aber wir müssen wissen, wo das ist, denn dort befindet sich sein Versteck. Könntest du ein Foto des Eichhörnchens beim Versteck machen für unsere Unterlagen? Finde heraus, wohin das Eichhörnchen geht, stelle die Kamera auf, drucke ein Foto des Eichhörnchens mit seinen Vorräten. Oh, ja. So, das heißt, wir müssen erstmal... Oh... Oh, mein Fehler. Ach du Gott, so läuft das Ganze. Oh, ich vergaß. Was ist hier was drin? Du weißt ja, wie man sagt, Grüner, das Leben ist ein Fluss, man sollte ihn einfach fließen lassen. Allerdings habe ich ihn scheinbar etwas zu sehr fließen lassen. Ich habe im ersten Stopp glatt ein paar Sachen vergessen, aber jetzt habe ich alles für dich dabei. Noch eine Kamera. Das Schlimme ist, verdammt. Ah, mein Fehler. Mensch, ich hätte vorher gucken müssen. Können wir hier nochmal laufen lassen? Play. Ich will bloß Play drücken. Bereit zur Aufnahme. Keine Daten. Scheibenkleister. Warte mal. Ich muss erst mal gucken, wo es langläuft, ne? Okay, es läuft hier unten raus. Da braucht man natürlich viel zu viel Zeit. In der Zwischenzeit könnte das ja weiß Gott was machen. So, das läuft. Ich stell's mal hier hin, ne? Und dann... So. Okay. Gleich haben wir's. Dann Gnade ihm Gott. So, Aufnahme.
So, dann schalten wir mal. Zu dem Baum da hinten. Okay. Hier, ne? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Na toll. Es geht da den Berg runter. Oh. Kein Wunder, dass wir hier wöchentlich bezahlt werden. So. So, das geht. Ah, was sehen wir hier? Es geht da runter, ne? Da. Also stelle ich jetzt die so hin und dann. So. Das muss funktionieren. Jetzt aber. Jetzt wissen wir gleich, was los ist. Klick. Was? Es rennt an dem Baum vorbei. Och nö. Warum haben wir bloß zwei Kameras hier? So, jetzt krieg ich meinen Gehaltscheck. So. Ich mach mal so, ne? So. Das muss funktionieren. Jetzt aber. Da oben zu Hause. Ich habe die Befürchtung, wir kriegen kein Kilometergeld. Und Feuer frei. Da kommt jetzt das. Da hinten, zwischen den Bäumen. Okay, wir wissen Bescheid. Jetzt aber. Komm mit. Halt. Zwischen den Bäumen. Also hier irgendwo. Mal Daumen drücken. So, jetzt aber. Jetzt wird das. Na toll. Verdammt. Nein. Der Busch steht davor. Guck mal, wir sehen ganz kurz hier. Nee. Ah, die steht total doof. Verdammt. Nochmal. Huch. Wir können die also weiter nach links laufen lassen. Und idealerweise so, ne? Dass wir den. So. Ich glaube, da hinten ist ein Zaun. Wahrscheinlich da dann hin. Warte mal. Hier, so. Oh. Sehr schön. Jetzt aber. Jetzt kriegen wir es aber. Ich häng fest. So. Jetzt. Und Feuer frei. Na toll.
überhaupt nicht. Warum nicht? Das ist doch irgendwas mit der Kamera nicht in Ordnung. Die ist doch kaputt oder so. Das würde also bedeuten, dass das... So. So vielleicht besser? Meinst du, es ist ein Gebüsch gelaufen? Das ist ja hier lang getüdelt, aber das ist doch hier lang gelaufen und dann weg. Was ist das da? Moment. So. Das ist eine Kassette, ich kann sie nicht aufnehmen. Ich kann... Oder ich muss... Warte. Ich kann sie nicht aufnehmen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo es hin will, ne? Wir haben das geheime Versteck gefunden. So, jetzt aber. Knickknack. Naja, wenigstens werde ich wöchentlich bezahlt. Mal gucken, ob es da irgendwas macht. Nee, ne? So. Dann müssen wir hier auf Kamera 2 schalten wahrscheinlich. So. Aber sowas von Großaufnahme. Bitteschön. Oh, Anruf. Like this one doesn't go very far into the forest. Mm-hmm. But hey, it's the middle of the night. Ach. Go to sleep. I'll call you back in the morning. Wenn du sagst, dann machen wir das so. So, warte mal, was haben wir denn? Zeit fürs Bett. Mammothbach. Tage 10. Ja. Achso, warte mal. Können wir umblättern? Nee, können wir nicht. Okay. Können wir nicht umblättern. Wir sollen schlafen gehen? Dann gehen wir schlafen. Ja, vielleicht finde ich einen Kassettenrekorder richtig. Muss ich mal gucken. Vielleicht ist hier einer. Was ist das hier eigentlich? Ja, ich komme ja. Ich komme ja. Hallo? Let's try something a little more challenging. Ach so. We know that some squirrels build their nests, drays, a little bit further away from their nut stashes. According to my records, this one can go pretty far. So do be prepared for this task to take quite some time. Ah, ich verstehe. I updated the location on your GPS. Good luck. Wir haben ein weiteres Eichhörnchen, das sein Versteck geändert hat, seit unser letzter Forscher im Wald war. Du musst herausfinden, wo sich das neue Versteck befindet, aber sei gewarnt, der kleine Kerl ist gewitzt. Es kann also sein, dass das Versteck irgendwo ist, wo du es nicht erwartest. Wahrscheinlich unter meinem Haus. Mach ein Foto vom Versteck des Eichhörnchens, fax es an Nina, warte auf weitere Anweisungen. Ja. Neben dem Rekordknopf drücke ich jetzt noch nicht. Ach, guck mal, was ist hier? Lutanda, du kennst das Spiel schon, oder? I guess now is as good a time as any to tell you what we're actually doing here. Okay. The Viago Institute, the place we work for, performs impact studies. Yes, exactly. Construction companies need to commission studies like this one to be legally permitted to build anything. And this one is commissioned by an entity known as Panorama Corp. They want to build a ludicrous 5-star condo place here called Panorama. Here? I know. And they tried something just like this 15 years ago. But my research into native squirrel habitats helped to shut that down. Because our fluffy little squirrels are classified as an endangered species. Das ist gut. So your work here could help to save this space for the squirrels to live in. Anyway, I'm probably boring the ear of you. Let's get back to work. Okay. Lutanda kennt das Spiel. Nein, das war ja auch ein Scherz. So, wir gucken mal.
Deswegen ist es hier auch eingezäunt, weil das eigentlich ein Reservat ist hier für die Tiere. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist da hinten? Aber es ist unsere Kamera. So, ich hole mal schnell nur das Tape, ne? It's October 7th. Yes, I had to check. Still 1982. Didn't need to check that yet. I've just arrived at location 4C, near the source of Mammoth Creek. It's my first day of the field study here, and I'm hoping to see some squirrels. No activity yet today, but my fingers are crossed. I'll stick around until nightfall. Squirrels aren't known to be nocturnal, but sure, who knows out here in Mammoth? I'm seeking to find out exactly where their nests are. Since they don't really hibernate, they have to come up and down the trees all the time. So, wir haben eine neue Location, da werden wir bestimmt die Kameras mitnehmen. Kann ich denn auch mit zweien gleichzeitig laufen? Eine links, eine rechts? Nein, kann ich nicht. Dann nehmen wir erstmal die Nummer 1. Und GPS raus und wir müssen irgendwo da hinten hin. So, ich stelle das mal so hin. In der Hoffnung, dass wir das... Ach so, das ist ja da. Ja doch, kann schon hinhauen. So. Ich denke mal, wir werden uns weiter wegbewegen von unserem Ort. Das heißt, ich stelle die mal hier auf. Und dann gucken wir mal. Ab nach Hause. Also wir brauchen unbedingt Kilometergeld. Ich kann mir gut vorstellen. Also Klopapier haben wir in den 10 Tagen noch nicht. Aber da ist auch so eine Dusche. Ist ja Hammer. Wir haben keinen Sprit für den Notstromaggregat. Ach so ist das hier gemacht. Okay, Knöpfchen. Da kommt's. Wir sehen's doch da hinten. Oder? Ja, da hinten. Angeblich hat es die ganze Zeit da hinten aufgenommen, also muss es irgendwo da rumspringen. Also es ist hier gewesen, können wir hier auf dem... Nee, können wir nicht. Da hat man es kurz sehen können. Da ist es. Okay, also zwischen den beiden Bäumen, da läuft es wie? Hier nach rechts weg. Ja? Okay, das heißt, wir holen uns jetzt die 1... Dann gucken wir mal. War da irgendwas? Nö. Dann gucken wir mal, ob keiner guckt. So, hier drin haben wir das gesehen und ist dann nach da weggegangen. Also sprich... Oh Gott, das ist so kompliziert. Das ist der Baum. Da. Hier irgendwo... Sollten wir das Risiko eingehen, die Kamera hier auch gleich wegzupacken? Ja, ne? Vielleicht können wir die hier drauf platzieren. So. Nee, können wir nicht. Können wir nur auf Erde stellen. So. Sehr gut. Und los geht's. Jetzt haben wir es aber gleich. Pass auf. Da lang. Tag 1127, Kamera 1 auf dem Ast gerichtet, was eigentlich schon gegessen hat. Keiner gibt es, mein Müsli.
Ja, ich glaube, in die Richtung läuft's wahrscheinlich. So, gucken wir mal. Muss ein bisschen vorspulen. Da, da ist es. Hast du es gesehen? Da läuft's da hinten. Natürlich die Kamera 2 völlig verkehrt. Es läuft nämlich nach links weg. Da. Dahin läuft's. In die Berge rein. Kamera 2 ist unnötig. Verdammt. Das ist sehr unflätig geworden, das Müsli. Definitiv. Ui, ui. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Also, das ist da rein, ne? Ich wette... Hier. Huch, Kamera, da. Leider können wir hier oben nichts draufpacken. Oh ja, 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 vorsichtig. Wobei das hier eine richtig gute Stelle wäre. Die Kamera zu positionieren. Okay, ab nach Hause. Jetzt haben wir's. Jetzt aber. Och nö. Das hat aber die Kamera, die wir oben auf den Stein gestellt haben, jetzt erkannt, ne? Okay, Kamera hier in diese Steingruppe. Oh, super. Jetzt aber, jetzt kriegen wir es aber. So, Zahltag. Ach so, dahin müssen wir. So. Ne, da in den Stein rein. Das heißt da. An der Klippe in der Nähe des Flusses befindet sich ein Boot. Vielleicht sollte ich Nina ein Bild davon schicken. Wo ist hier ein Boot? So, der geht hier rum, der kleine Kerl. Da ist die Kamera. So. Da ist ein Boot. Oh. Ey, die bauen hier schon. Moment. So nicht. So haben wir nicht gewettet, ja? Also, das müssen wir unbedingt Meldung geben jetzt. Also, halt, nee, so. Foto nehmen.
Ahnung. There are some rivers here. I used to camp out right beside one, in fact. But I wouldn't have thought they were deep enough for a boat of this size. And you can't get any closer? Too bad. But tell you what, I'll see if I can find anything about it in our records. Okay. Ich dachte, es ist irgendwas Böses oder so. So, jetzt. Och nö, ne? Es geht also noch darum. So, das ist die Kamera rechts. Geht also rum. Hier an der Kamera vorbei. Ja. Verdammt. Das sah so gut aus. Naja, müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Wahrscheinlich foppt es uns. Das geht jetzt hier lang. Hier irgendwo lang. Pass auf, es geht einmal im Kreis, wa? Stell mal. Hier auf. So, jetzt kriegen wir es aber. Jetzt. Kommen wir hier auch hoch? Oh, das ist gut. Da muss ich gar nicht mal so rund umlaufen, ne? Wer summt die Melodie von Tetris? So, jetzt erstmal spulen. Warte mal, wir machen mal ganz zurück. Ha, ich hab's gesehen. Im Busch. Es ist im Busch verschwunden. Da ist bestimmt ein geheimer Durchgang im Busch. Ich wusste es, da ist was im Busch. Wo kommt das denn her? Ach du Heilige. Da war Dynamit und Streichhölzer. Why would a squirrel stash dynamite and matches? I mean, did the squirrel plant that there or who? It's pretty clear that some things have changed since last time I was in Mammoth Forest. Oh. We'll have our work cut out for us, getting to the bottom of this.